Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das neue Update erschienen und ja, ich wollte euch jetzt mal alle Infos dafür geben und meine Meinung dazu sagen. Also das Update hat 1,364 GB gezogen und ja, es sind vier neue Fahrzeuge dazu gekommen bei Legendary Motorsports. Einmal der Pegassi Reaper für 1.595.000, dann noch den Vepid FMJ für 1.750.000, der Grotti Bestia GTS für 610.000, der Benefactor XLS wo man den die Panzer nehmen kann und normal. Die übertreiben ist auch mit dem Preis. Ja. Dann noch der Enus Windsor, den wir eigentlich schon haben, aber jetzt haben wir halt ein Cabrio von denen, was voll übertrieben ist für das Geld eigentlich. Aber naja, ist eigentlich ein cooles Auto, finde ich. Ja, und ich finde von den ganzen, also von den beiden Wagen, finde ich ehrlich gesagt den hier am besten. Der sieht wirklich am geilsten aus, meiner Meinung nach. Und das hier ist eigentlich ein ganz cooler Wagen, finde ich auch, aber. Und das Teil habe ich mir überhaupt nicht geholt, deswegen werde ich von den hier und den hier, also von den drei oberen, generell Tuning zeigen. Von denen hier nicht wirklich, obwohl ich das Auto auch da habe, aber naja, jeder kennt das Tuning von den Auto, bloß weil es jetzt ein Cabrio ist, ja, und von denen erst recht nicht. So, dann kann man noch, bei, wenn man auf das Netty oder wie es ausgesprochen wird geht, das Nesty geht und dann hier oben drauf kann man sich sein eigenes Büro und so weiter zusammenstellen, so wie man will. Ich habe jetzt mein Büro in Eclipse, in der Maze Bank Tower gemacht und ja, hier ist es. Ja, und ich habe 6.650.000 bezahlt, komplett das teuerste von allen. Generell Maze Bank ist am teuersten. Dann gibt es noch hier die Low Bank West, dann noch die Maze Bank West und die Arcadius Business Center. Ja, und Maze Bank Tower, der war am teuersten. Ja, habe ich mir gedacht, nehme ich den. Ist auch am edelsten, finde ich. Und ja, in der Apartment war ich noch nicht drin in den neuen, aber mal gucken wie es ist. So, jetzt dann kann man bei Watch Dogs jetzt noch den neuen LKW kaufen, der gepanzerte. Für 1.110.000. Jetzt kann man endlich wieder den Cargo Bob kaufen, entweder in der normalen Armeefarbe oder in dieser Farbe hier. Was ich persönlich gesehen richtig geil finde, dass der endlich mal wieder da ist. Ja, und eigentlich mehr war es eigentlich nicht, sobald ich glaube schon, ja, ich glaube das war's. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Falls ich noch was Neues gefunden habe, dann ja, dann packe ich das noch hinten ran. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst es zu abonnieren. Dann haut rein, Leute, bis nächstes Mal. Ciao. Heute zeige ich noch das Auto-Tuning und ja, ein bisschen das Apartment. Generell. Also haut rein.